Was bedeutet das denn jetzt nun für die 15 betroffenen Kinder? Wie geht es jetzt für sie weiter? Ja, die Kinder gehen ab Montag jetzt einmal schon in die Schule. Wir haben eigentlich da frühzeitig informiert und geschaut, dass sie einmal die Schule in Gschun schon besucht haben. Sie haben sich Räumlichkeiten angeschaut mit den Eltern. Für die Kinder selber ist das sicher eine Umstellung, speziell für die, die natürlich zuvor in Partenen in die Schule gegangen sind. Viele Vorteile, die sie da gehört haben, dass sie natürlich kurze Wege haben, eigentlich auf dem Fußweg von daheim zur Schule und zurück mit ihren Freunden das Laufen haben können. Da Partenen ja auch sehr enger Dorfkern hat, die fallen jetzt weg. Sie müssen auf den Bus. Und vom Bus aus noch zur Schule laufen. Und so ist es umgekehrt natürlich auch wieder. Hat die Gemeinde denn selbst genug ge unternommen, um den Standort attraktiv zu machen? Ich bin der Meinung, ja, wir haben die letzten Jahre, das ist ja Gebäude eigentlich aus der 50er Jahre, hat man isoliert, immer wieder modernisiert, die WC-Anlagen, alles neu gemacht. Wir haben auch die letzten Jahre moderne LED-Beleuchtung montiert, wie auch WLAN, Internet, es sind PC-Arbeitsplätze da, wie auch eine interaktive Tafel. Hat man eigentlich in allen Belangen dazu geschaut, dass das auch ein attraktiver Arbeitsplatz ist und auch die besten Voraussetzungen für die Kinder geschaffen, ja. Wäre es da auch denkbar, dass man zum Beispiel für eine Lehrperson eine Wohnung zur Verfügung stellt oder wurde das überlegt oder? Wir haben uns das überlegt, auch über die Bildungsdirektion, aber auch private Gespräche und Bewerbungen, die man natürlich geführt hat, über Kontakte, die man gehabt hat nach Deutschland, aber wie auch nach Kärnten, hat man das transportiert. Wie auch haben die Eltern sich eigentlich bereit erklärt und spontan gesagt, sie würden zusammenlegen und auch wenn man einen Lehrer findet oder eine Lehrerin, eine Saisonskarte zur Verfügung stellen und haben auf diesem Weg natürlich auch probiert, mit der Attraktivität der Region zu werben. Bis heute leider erfolglos. Fühlen Sie sich da auch genug unterstützt von Land- und Bildungsdirektion? Wir haben auch in mehreren Gesprächen auch mit der Landesrätin, mit der Barbara Schöppi-Fink, haben wir das Thema diskutiert, wie auch mit der Bildungsdirektion. Es ist natürlich bei der Menge an Lehrern, die fehlt, gar nicht so einfach. Und bin ich mir sicher, dass da alles unternommen wird. Wir haben auch Zusagen, wie das Land auch, wenn Zuzug aus anderen Ländern kommt, wird auch noch einmal speziell mit den Öffis oder Gratistickets für öffentliche Verkehrsmittel werden Zulagen bezahlt, wird unterstützt. Und wir haben aber klare Zusage, dass kein Standort geschlossen wird oder die Kleinststandorte unterstützt werden. Natürlich hat es natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, so einen Standort zu bewerben, weil ich sage so, es ist ein sehr familiäres Umfeld und das muss man auch mögen. Wir hoffen, dass wir jemanden finden, der das sucht, der das möchte. Sonst haben wir da auch gesprochen und das ist natürlich in Vorarlberg mit der Schweizer Region auch nicht so einfach. Hat man das diskutiert, es gäbe die Möglichkeit einer Zwangsversetzung, was aber erfahrungsgemäß eher dazu führt, dass die dann noch künden und sagen, den orientiere ich mich anders, weil ich lasse mich da nicht einfach zwangsversetzen. Und das wollte man auch nicht, weil das bringt im Endeffekt nicht das Ziel, dass auch andere Schulen, die natürlich Lehrer suchen, dann auch noch darauf verzichten müssen, oder? Glauben Sie, dass die Schule, sie ist ja nur vorübergehend geschlossen, dass sie im kommenden Schuljahr wieder geöffnet werden kann? Laufen da im Hintergrund die Bemühungen weiter? Ja, wir lassen sicher nicht locker. Wir kämpfen. Es steht das ganze Dorf dahinter. Jeder, der jemanden kennt, immer wieder kriegt man WhatsApp. Wir haben mittlerweile auch schon Interessenten, auf die das unser Angebot anspricht. Das wird jetzt auch geprüft, ist aber auch sehr kurzfristig jetzt. Es braucht auch eine gewisse Sicherheit für Eltern, für Schüler und die Schule. Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass wir das nächstes Jahr wieder aufnehmen können und werden das auch so weit instand halten, dass das auch möglich ist. Sind Sie optimistisch? Bin ich auf jeden Fall, ja. Und haben wir uns als klares Ziel gesetzt und ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen, ja.